Täglich wurden wir, wie auch andere Redaktionen, mit aktuellen Fallzahlen versorgt, manchmal sogar schon eher überschüttet. Nicht nur aus Datenschutzgründen waren die Fälle meist stark anonymisiert, auch für die Gesundheitsämter und die Landräte war die Pandemie ja absolutes Neuland. Nur in Einzelfällen waren Zuordnungen überhaupt erwünscht, wie etwa direkt Anfang März, als in Brei eine 87-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass sie das Virus in sich trug, ein Konzert besuchte und dabei 24 weitere Konzertbesucher infizierte. Der Name des Atzbacher Allgemeinmediziners Dr. Volker Schmitz war der einzige im nördlichen Rheinland-Pfalz, der direkt nach positivem Testergebnis öffentlich genannt wurde. Allerdings auch nur, weil er sich selbst dazu entschloss, die Öffentlichkeit und damit mögliche Praxisbesucher zu informieren. Da gab es übrigens keinen weiteren bestätigten Fall. Auch der allererste Fall damals in Koblenz hat inzwischen ein Gesicht. Die Medizinstudentin und Influencerin hatte sich bei einem Kongress in Karlsruhe angesteckt, ging aber erst in der Quarantäneverlängerung unter ihrem Künstlernamen an die Öffentlichkeit. Auf dem platten Land erfuhren die Menschen nichts über bestätigte Covid-19-Fälle in der Nachbarschaft, auch nicht, als bereits die ersten Toten gemeldet werden mussten. Am Beispiel des Rhein-Lahn-Kreises zeigt sich jetzt im Nachhinein, wie nah das Virus doch in manchem Fall war. Ob allerdings die frühere Kenntnis darüber zu Hexenjagden im Dorf oder eher zu besonnenerem Verhalten im Umfeld geführt hätte, bleibt offen. Landrat Frank Puchtler hat nach anfänglichem Zögern während der gesamten Zeit der sogenannten ersten Wellen in Hintergrundgesprächen täglich informiert. In Zeiten der Lockerungen können wir jetzt offen zurückblicken. Wie war denn die Situation im Rhein-Lahn-Kreis? Wir haben 137 Städte und Dörfer im Rhein-Lahn-Kreis. In der Größenordnung, die kleinste Gemeinde hat ungefähr 70 Einwohner, die größte Stadt 18.000. Und ungefähr 40 dieser Städte und Dörfer waren mit Infizierten entsprechend mit dabei. Gab es Hotspots? Wie war die Verteilung der positiv Getesteten im Kreis? Es war sehr verteilt. Das heißt, wir hatten jetzt keinen großen Schwerpunkt. Wenn man jetzt mal die Verbandsgemeinden als Block sieht, dann hatten wir die Stadt Lahnstein mit insgesamt 27, davon sind aber 25 wieder genesen. Ist ja vergleichbar, die Stadt Lahnstein aufgrund ihrer Größe einer Verbandsgemeinde. Ansonsten in der Regel einstellige Zahlen, in der Breite der Dörfer verteilt. Die Leute haben sich, glaube ich, auch sehr an die Verhaltensregeln gehalten, sodass wir auch viele nicht aus dem Kreis heraus als Infizierte bekommen haben, sondern durch Urlaub, durch Einflüsse außerhalb der Region sind hier Personen auch infiziert worden. Dabei beschäftigt natürlich jeden sein Dorf, seine Gemeinde, seine Stadt, seine Heimat am meisten. Es war schon ein etwas anderes Gefühl, auch für mich, bei einem dieser Hintergrundgespräche zu erfahren, dass im eigenen Dorf ein Mensch mit einem positiven Testergebnis in Quarantäne war, also in der Nachbarschaft wohnt. Damit muss man aber in unserem Beruf genauso vertraulich umgehen wie mit der Hintergrundinformation, dass es in Koblenz schon Pläne gab, Kühlcontainer zu den zwei glücklicherweise nicht benötigten Notkrankenhäusern zu stellen. Der Zweck lag auf der Hand und bescherte auch so manchem Teilnehmer dieser Besprechung, aus der die Information kam, einen unruhigen Schlaf. Kühlcontainer, das zeigen die Bilder aus Italien oder den USA erschreckend deutlich, werden dann gebraucht, wenn es in kurzen Zeiträumen zu vielen Todesfällen kommt. Was die Anzahl der Todesfälle angeht, kam der Rhein-Lahn-Kreis zum Beispiel mit 6 Opfern bislang noch recht glimpflich davon. Doch auch hier ist die Statistik nur die eine Seite der Medaille. Bei den Verstorbenen hatten wir die Altersbandbreite von 62 bis 82. Hier waren es nicht die Hintergrundgespräche, die einen der Fälle wesentlich näher rückten. Bei uns auf dem Land, da kennt man sich halt. Und dann ist auch eine Kleinstadt wie Bad Ems eben doch nur ein Dorf. Über den Flurfunk war schon kurz nach dem positiven Testergebnis klar, quasi eine ganze Friseurfamilie hatte sich im Geschäft kurz vor der verordneten Schließung noch infiziert. Die Verläufe waren äußerst unterschiedlich. Dem Vater, den es von Anfang an am schwersten erwischt hatte, konnte auch im BWZK in Koblenz nicht mehr geholfen werden. Auch durch dieses Wissen fällt es mir übrigens im Verlauf der Corona-Krise immer schwerer, ein Auge zuzudrücken, was die Meinungsfreiheit von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern angeht. Ja, es gibt Tote. Ja, ich kenne persönlich positiv Getestete, schwere Verläufe und eben auch Verstorbene. Nein, es ist eben nicht egal, dass es ältere Mitbürger sind, denen ja nur vergleichsweise wenig Lebenszeit geraubt wurde. Völlig egal dagegen ist mir die Formulierung, dass jemand an oder mit dem Virus gestorben ist. Ich garantiere euch und Ihnen allen, hätte wer auch immer, der liebe Gott, das Virus oder eben auch ein Besuch bei einem anderen Friseur, die Statistik verändert und das Ergebnis in eure Familie gerückt, würdet ihr anders reden. Aus meiner Sicht und mit den mir zur Verfügung stehenden Informationen war der Lockdown richtig.
Das sieht übrigens auch Frank Puchtler so. Es war sicher der richtige Schritt, so konsequent vorzugehen. Genauso ist aus meiner Sicht her jetzt wichtig, dass wir in Schritt für Schritt wieder die Dinge öffnen. Wichtig, Perspektiven zu schaffen für die Menschen, Gesundheit zu beachten, Schutzvorschriften. Aber wir merken, dass ja alle, die Familien, die Betriebe, dass wir auch gewisse Öffnungen brauchen. Wichtig erscheint mir nur, dass wir bei dem Grundsatz bleiben, immer die Gesundheit vorne, Schutz vorne und parallel Stufen der Öffnungen zu gehen. Leider ist auch die Rücknahme des Lockdowns absolutes Neuland. Und auch mir erscheint nicht jede Maßnahme für jede Branche nachvollziehbar. Doch eines muss klar sein, vorbei ist die Pandemie noch nicht. Es scheint nur im Moment eine ziemlich überschaubare Lage zu sein. Meiner Meinung nach lag das an den klaren Maßnahmen. Es könnte aber auch reines Glück gewesen sein. Denn es gab ja auch immerhin im kleinen Rhein-Lahn-Kreis 96 Gemeinden, die gar keinen positiv getesteten Fall hatten und sogar eine Stadt. Es gab eine Stadt mit gar keinem Fall, das war die Stadt Nassau. Okay, als bekennender Bad Emser habe ich natürlich meine eigene Theorie, warum sogar das Virus nach Sauer schmäht. Nein, Spaß beiseite, dafür ist die Lage viel zu ernst. Kein positiv Getesteter bedeutet eben nicht, dass niemand das Virus hat oder hatte. Es bedeutet eben nur, dass niemand, der getestet wurde, zu diesem Zeitpunkt das Virus in sich trug. Hoffen wir alle, dass das auch dauerhaft so bleibt.